Ja, ich habe schon abgedatet, Freunde, und es gibt einen neuen fetten Update. Die haben ein paar Bugs beseitigt, unter anderem. Und jetzt, ich habe in mehreren Videos habe ich darüber gesprochen. Es wäre so geil, wenn endlich dieser scheiß Graffiti wiederkommen würde. Das war früher schon bei CSGO so, wenn du T gedrückt hast, hast du deinen eigenen Graffiti an die Wand gesprayt. Und jetzt haben sie das wieder eingefügt, Mann. Ich bin voll happy. Wie jetzt hätten sie meine Videos geguckt und das erhört, ohne Scheiß. Also ab sofort gibt's jetzt auch Graffitis. Use T in the game to apply Graffiti. Use this item for limited use. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich das jetzt, so sieht's aus, okay, aber kann man da jetzt eigene erstellen oder kann man nur die kaufen? Das ist jetzt die große Frage, das checken wir jetzt ab hier. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir das an die Wand sprayen. Sekunden, muss man warten, bis was nächstes machen kann. Man muss dann T drücken. Was? Ah, jetzt ist irgendwie mein Spiel geschrottet wieder. Das hatte ich schon mal beim Matchmaking. Jetzt muss ich meinen Spielerfehler überprüfen. Ja, auf jeden Fall, hier seht ihr das hier, die neuen Graffiti-Dinger. Schmann, ich hatte es vorhergesehen und jetzt kam's. Jetzt sind wir mal gespannt, was noch alles kommt. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Operation, wo bald erscheinen wird, hoffentlich. Die machen jetzt gerade sehr viel, irgendwie. Hier ist das Fenster. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe das wieder nicht. So. Jetzt bin ich auf dem Markt hier. Jetzt gucken wir mal, was es für Dinger gibt. Das Sorry finde ich nicht schlecht. Ja, es gibt noch, das wird wahrscheinlich alles günstig werden. Also, Freunde, schnappt noch nicht zu. Die werden jetzt in-game gedroppt durch so Boxen, wo man sie ziehen kann, und danach sind die eh günstig. Ja, dann hat jeder das gleiche, das finde ich irgendwie, weiß nicht, ob ich das so toll finde. Aber so viele gibt es noch nicht. Das ist auch gut. RIP. Das ist auch cool. RIP. Aber es ist ziemlich alles das gleiche. Herzchen. Warten das mal nach dem Preis. Gibt's noch nicht. Das. Das sieht ganz cool aus. Es ist immer teilweise immer das gleiche, nur in anderen Farben. Der Mund hier. Diese Box. Und da ist das Höchste, was man haben kann, ist das Rekt. Die 3. Würde ich euch auch nicht raten, jetzt zu kaufen. Wartet einfach. Das wird alles günstig. Es wird bei jedem gedroppt. Jeder, der das Spiel startet, kriegt eins. Also. Einfach mal abwarten. Krasser Scheiß, Freunde, ja. Jetzt warten wir nur noch auf die nächste Operation und dann können wir los Graffiti und los spielen. So, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal kurz darüber ein Video, dass ich auch der Erste bin und sind wir mal gespannt, was die sich noch einfallen lassen. Das ist ja quasi nichts Neues, wie gesagt, das gab es früher schon. Ich habe es auch vorher gesehen, dass es irgendwann kommen wird. Ich habe mich gewundert, ey, warum es nicht dabei war. Jetzt ist es da auf jeden Fall. Vielleicht tun sie das jetzt noch so fixen, dass man. Ja, die wollen Geld machen, wenn man jetzt seine eigene Logos reinmachen könnte. Wäre cool, aber
Machen sie wahrscheinlich nicht. Weiß man nicht. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr eine Idee habt. Wir können ja mal drunter schreiben, was noch bei CSGO fehlt. Was vermisst ihr so? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Bis dann.